dann mache ich den 20-Fragen-Tag. Okay, dann fangen wir direkt an. Ohne was würdest du nie aus dem Haus gehen? Okay, ich würde nie aus dem Haus gehen ohne. Okay, das war gar kein Deutsch, egal. Ohne. Ich schätze mal, Parfüm gehe ich nie raus aus dem Haus. Also, das nehme ich immer mit. Dann. Bar. Nein, nicht Bar. Dann. Oh. Das ist halt das Blackout. Ah ja, ohne das Handy. Ja, und sonst noch Portemonnaie, aber sonst eigentlich. Ah, und Rippenpflege und meine Kamera, aber sonst eigentlich nichts. Hm? Lieblings-Make-up-Marke. Also meine Lieblings-Make-up-Marke ist auf jeden Fall Catrice. Hm. Ich weiß auch nicht. Ist einfach meine Lieblingsmarke. Lieblingsblume. Meine Lieblingsblumen sind Lilien. Lieblingsklamottenladen. Mein Lieblingsklamottenladen ist H&M. Lieblingsparfüm. Okay, ich kann euch hier jetzt erstmal nur zwei zeigen, weil meine anderen drei Lieblingsparfüms im Moment schon im Koffer liegen. Traurig, aber wahr. Nein, aber hier, Betty Barclay Parfüm einmal. Hier, aber das gibt's nicht mehr. Und Live by Esprit, das hier. Das ist jetzt, glaube ich, schon mein 5. oder 6. nur noch gekauft. Ja, das auf jeden Fall. Absätze oder flache Schuhe? Ratet mal! Nein, Absatz. hast du oder schreibst du gute Noten? Es kommt drauf an, welches Fach. Ich schreibe nicht immer gute Noten. Meistens liege ich so im 3er- bis 4er-Bereich. Das geht ja noch. Lieblingsfarbe. Meine Lieblingsfarbe ist Rot und Pink. Typische Mädchenfarben irgendwie. Oder trinkst du Energy Drinks? Also ich trinke jetzt nicht oft Energy Drinks, weil keine Ahnung warum. Aber ich trinke sie nicht oft. Trinkst du Saft? Was versteht man unter Saft jetzt? Also ich trinke schon Apfelsaft, Orangensaft, aber in letzter Zeit trinke ich nicht mehr diese ACE-Säfte. Ja. Oder, die Frage 11 ist, magst du schwimmen? Ja, ich liebe es zu schwimmen, nur meistens habe ich keine Lust, ins Schwimmbad dafür zu gehen. Also freue ich mich jetzt schon richtig auf Mallorca. So. Isst du Pommes mit der Gabel? Nein, tue ich nicht. Welche ist deine Lieblingsfeuchtigkeitscreme? Okay. Meine Lieblingsfeuchtigkeitscreme ist fürs Gesicht einmal Essence My Skin, die grüne hier. Für die Haut, also für den Körper von Douglas Body Lotion Daily Pure Woman. Hier, yeah. Und jeder meint jetzt wahrscheinlich die WU. Die wäre super teuer, aber die kostet nur 2,95 und ich glaube, das kostet auch so viel. Das ist Essence. Ja, und der Geruch ist, der Geruch ist Granatapfel. Und ich liebe den Geruch. Dann habe ich noch als Feuchtigkeitscreme hier die Hand- und Bodylotion. Bettina Barty hier. Das hier. Kostet 4 Euro und ja. Oh, aber das. Ich will jetzt nicht sagen, wonach das riecht. Das würde nicht jugendfrei sein. Ja, auf jeden Fall. Wenn man sich das drauf macht, dann riecht man auch wirklich den ganzen Tag danach. Ja. Aber ich probiere sie leer zu kriegen. Ich habe sie schon 5 Mal benutzt. Tut mir leid, schon wieder. Würdest du später einmal heiraten? Ja, ich will später einmal heiraten, ich bin aber schon verlobt. Ja. Wirst du schnell verrückt? Ja, ich bin gerade auch voll Ballerballer im Kopf. Jagst du Geister? Nein, ich jag noch keine Geister. Hast du Phobien? Ja, ich habe eine Phobie gegen Clowns. Kaust du Nägel? Nö. Hattest du schon mal eine Nahtoderfahrung? Ja, gestern.
Ich bin an meinem Pizzastück fast erstickt. Wie lustig sich das auch anhört, aber mein Freund hat doch fast den Krankenwagen angerufen. Ja. Ja, total. Balabala. Oder. Wieso sage ich immer oder, wenn die nächste Frage kommt? 20. Trinkst du Kaffee? Nee. Aber bei der 13. Frage, welches ist deine Lieblingsfeuchtigkeitscreme? Habe ich hier Linola-Gesicht vergessen. Ja, das benutze ich auch immer. Ja, und das war's eigentlich jetzt auch schon. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Was auch immer. Nein, Entschuldigung. Ich werde wahrscheinlich jetzt noch einen Tag drehen, aber oh, guck mal, schon 23:57 Uhr. Gott, ich bin so müde. Egal, nicht so wichtig. Dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht, schönen Tag, wann ihr das Video auch guckt. Und bis dann. Tschüss.